Täter. Alicia! Alicia angekündigt worden. Ich höre immer Talicha. Wie ist es jetzt richtig? Ich weiss nicht, wer das gerne hat, aber ich sage mir jetzt einfach Talicha. Das ist in dem Fall. Es klingt runter und schöner. Hat blonde Haare bekommen? Ja. Nein. Styled? Oder? Ja. Aber, das ist noch interessant. Der Paula kommt auch vom Taekwondo. So viel als ich weiß, hat er eben beim Nuno, den wir vorher gesehen haben, angefangen und hat dann gewechselt, weil er eben die härtere Gangart machen wollte, oder? Was jetzt hier in seinen Kämpfen hat wahnsinnig spektakuläre Fußtritte. Und das ist auch hart, das ist ein sehr harter Kämpfer. Und ich behaupte jetzt mal, oder ich glaube auch, dass er gewinnen wird. Aber wir werden immer wieder von neuem überrascht. Den zweiten Superfight. Komm mal, wenn man den Gegner jetzt überhaupt nicht kennt, wenn das noch so jung ist, der eben noch nicht so oft auftreten ist. Nein, und von den Titeln her Senior Champion im Vollkontakt im Kickboxen. Okay, er war schon mal Champion gesehen, aber von was? Von Kroatien wahrscheinlich. Und Junioren Champion, Weltmeister im Kickboxen. 99 in Lissabon ist da. Sehr guter Fußschlag sitzt im Kopf vom Ante Billy. Bilic, jawohl, das ist da. Das ist sind beide noch vorsichtig. Sehr gute Rechte. Man staune. Er zeigt schon etwas. Ja, ist gut. Das ist jetzt zum Beispiel ein Fußtritt gesehen, den er probiert hat. Was ist seine besondere Stärke jetzt im Balischosini? Du kennst ihn ja auch ein bisschen so. Wo ist er? Er ist vielseitig. Würde ich jetzt mal bezeichnen als vielseitig. Er kann mit beiden Füßen sehr hart schlagen. Er ist ein sehr guter Fußtechniker. Er hat sehr harte Rechte. Und natürlich Kampfbilanz. Er hat ja 70 Kämpfe hat er gemacht und sein Gegner jetzt da 16. Also. Er hat natürlich Erfahrung. Ist natürlich auch noch älter. In diesem Sport nicht unwichtig. Wenn man gewisse schon wieder einen schönen dreiten Kick sieht. Es ist nicht unwichtig, wenn man eine gewisse Härte mit dem Alter bekommt. Eine gewisse Härte, die wahrscheinlich als 20-Jähriger noch nicht so hat. Aber irgendwann ist ja dann auch fertig. Wann ist das kritische Alter? Muss ich mehr anschauen. Das kritische Alter ist im schweizerischen Boxverband zum Beispiel bei 35. Ab 35 dürfen wir einfach nicht mehr kämpfen. Was ist im... Jawohl. Es geht langsam zur Sache. Kombinationen links, rechts, schöne Kicks.
Also es war eine attraktive erste Runde. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Das kritische Alter. Das kritische Alter, das Thema, das ich nicht gerne habe. Nein, wir haben, es ist wirklich so, mit 35 sollte man mit Meisterschaften hören. In diesem Sport ist das nicht so, noch nicht. Das kommt sicher auch, wenn das Niveau steigt, wird das auch kommen. Ich merke es bei mir hauptsächlich, wenn ich Verletzungen habe, dass das einfach lang geht. Weil die Erfahrung und Techniken hat man ja, aber es ist einfach auch die Psyche, der Wille, im Training so richtig bis zum Geht nicht mehr zu gehen, das lässt ein bisschen nach. Und man fährt dann einfach studieren und sagt sich, was mache ich denn das noch? Und ja, es ist, als Profi muss man wirklich 100% dahinter stehen. Und da leiden alle darunter, Familie, es leidet alles darunter. Und die Konsequenz muss man eingehen oder man sagt, man macht es einfach nur noch als Hobby. Entweder ganz oder ja, aber also, man kann es als Hobby machen. Und das ist ein Virus, wenn man mal einen Kampfsport gemacht hat, man hat ein gewisses Niveau, kommt man nicht davon. Jetzt, der Balischer macht das, ist professioneller Thai-Boxer. Mhm. Kann man leben von dem? Ja, die, also. Man hat jetzt, ich will hier nicht zu viel schwätzen, im Moment sind sie gerade hart am Kämpfen. Spielt man lieber beim Kampf? Ja, weil ich tue nachher noch etwas dazu erzählen. Als Kroat lieber ein Hartenhäuschen. Neckisch. Passt irgendwie nicht. Das Südafrikaner hat es nicht begriffen. Das ist der wilde Kroat halt. Das war ein gesprungener Kreisschlag. Man hat das gesehen, man hat es auch gehört. Das... Ja, es hat doch ein bisschen. Ja, und das hat man auch gehört. Innenschenkel-Loki. Bringt einen aus dem Stand. Man sieht auch so zum Teil die geröteten Stellen, die ja, genau. Die können teilweise ganz extrem aussehen. Das wird dann teilweise blau und angeschwollen. Das ist dann das, was nachher so anschwillt. Ja, kann anschwillen, ja. Also bis jetzt sehen wir jetzt, der Paul Eichenfort langsam auf den Rhythmus bekommen. Das heisst, er bringt jetzt langsam Kombinationen und sie treffen auch. Das war jetzt ein Logik gesehen. Man sieht den Oberschenkel. Schon sehr gerötet. Mhm. Ist sicher schmerzhaft gewesen. Sehr ein schöner Sidestep von Palika. Und gerade kontert mit einem Fußschlag. Man hat auch gesehen, der Kroat hat einen Frontalfußstoss machen und ist eindeutig. Hat vier. Man sagt, er hat ihn schon gemost, man hat ihn auch schon vorher gesehen. Ja. Alle Schläge ins Leere gesehen. Ja, aber der Versuch von meinem Gegner. Schön gesehen, ja. Das hat natürlich das Publikum gern. Es ist nicht sehr effektiv. Es kann effektiv sein. Und ich behaupte jetzt mal, der Paula bringt das an. Ist für ihn auch vielleicht prestigemässig noch wichtig, dass er da auch eine gute Show kann zeigen kann. Natürlich, er lebt von Publikum auch. Und hier zu Basel können zu kämpfen, das ist für ihn eine riesen Ehre. Mit einem K1-Turnier am ersten. Noch mal schnell sein Geld verdienen. Mhm. Der Paul Eichen habe ich gesehen, das gibt ganz eine neue Super League. Das ist etwas anderes wie K1. Da kommen die Besten von den Besten zusammen. Und die Super League kommt jetzt ganz frisch raus. Und das sind alles vielleicht nicht ganz so schwere Kämpfer, aber das sind im Thai-Boxen die Besten von den Besten. Er gehört auch hier dazu. Und im Moment ist das sehr aktuell. Man sieht in jedem Journal, Fachzeitschrift, im Karate oder im Top-Fight. Jetzt wird berichtet von dem. Und es gibt Sportsender, die jetzt schon teilweise übertragen und die auch Verträge gemacht haben, dass sie das übertragen. Und dort liegt natürlich schon ein bisschen Geld drin, das ist ganz klar. Und die werden sicher, wenn sie beliebt sind, die Kämpfer,
können Geld verdienen. Also die auch oben aus in den Boxen der Fall ist. Ja. Aber es sind natürlich die wenigsten. Das grosse Geld macht man schlussendlich mit der Werbung irgendwo. Also es genau. Muss ja dann auch ein Markt rum sein. Wie es ja beim Fernsehen auch ist. Genau. Mit Werbung. Also bis jetzt sehe ich vor allem Tennisspieler, die viel verdienen. Gut abfahren ja. In diesem Bereich. Also der Andy Hug hat ja das dann durchgeschafft, damit seiner Berühmtheit. Aber auch im Ausland mehr. Im Ausland, ja. Also könnte es durchaus sein, dass der Balli schon irgendwann Joghurtwerbung macht in der Schweiz? Ob er geeignet ist für Joghurt, das weiss ich nicht. Aber sicher, wieso nicht? Kraftregel. Jetzt wird es wieder spannend. Es ist überhaupt bis jetzt, also Stein eigentlich ab der Gegenwehr. Im Village. Ein schöner, breiter Hook-Kick. Das ist ein Hocker-Kick. Wir sagen auch Turning Question. Das ist der Fuß, ist dann wie ein Fragezeichen, wenn er auftrifft. Darum Question Kick auf Englisch, oder? Und, oder wie ein Hocken. Ein Hocken, der auf den Kopf trifft. Da kann um die Ecke rumgehen. Also so eine Phase. Da kann man gut getroffen, jetzt der Billy wieder. Es kann um die Ecke rumgehen. Der Fasen ist sehr hart, wenn er auf die Schläufe trifft. Zum Beispiel auf die Kinnspitze. Das sind so Proben. Darum sage ich das. Das Risiko bei so einer Schlagschneidung ist, dass dann jemand rumfällt wieder rum. Also vom Gleichgewicht her muss ja das dann stimmen. Das muss stimmen. Kampfsport hat viel mit Gleichgewicht zu tun, das ist ganz klar. Aber jetzt haben wir gesehen, wie es glatt wenden. Ich muss sagen, boxerisch ist der Billy sehr stark. Er hat ihm nicht zugetraut. Und der Paolo hat eindeutig einen Fehler. Wenn er kickt, lässt er die Deckung fallen und ist bis jetzt jedes Mal, jetzt schon wieder, er lässt die Deckung immer. Er läuft immer in den rechten Hocken rein. Er läuft immer in den rechten Hocken rein. Aber er schafft das, er hat Erfahrung. Er muss einfach schauen. Ja. Es ist gerade zum Ton gesehen. Dramatische Sache. Ja, er steht noch ganz ja. Gerade da, der Bilic. Er hat das Gefühl gehabt, auch der Paolo, er ist jetzt nicht getroffen, also nicht wirkungsvoll getroffen worden. Und jetzt wird es hart. He? Ja. Sein Trainer, den wir sehen, muss schnell schauen. Vielleicht tun wir ihn noch mal einblenden, wer weiß. Ich muss schauen. Ich habe ja auch schon mit Paolo trainiert. Er hat einen Thailänder als Trainer. Der Nomsak. Han Nomsak heisst er. Aber wir sagen ihm Nomsak. Und das ist ein richtiger Thailänder, ein 100 Kilo Brocken. Der Kampf ist fertig. Das wird. Ja. Das wird wahrscheinlich ein Sieg sein für Ante Bilic. Weil er am Schluss die Niederschläge hatte, gibt es natürlich Abzug. Also die Runde ist dann 10 zu 9 zum Beispiel. Für Bilic. Für Bilic. Ja, vermute ich jetzt. Jetzt werden wir mal abwarten. Es könnte auch einen Unentschieden geben. Und dann wird es noch einmal einen geben, auch bei so einem Showkampf. Nein, ist ganz nicht. Alle warten hier auf das Resultat. Das hätte ich echt nicht gedacht.
Also das ist einer, wo man sehr wahrscheinlich noch etwas wird hören von ihm. Mit 20 Jahren hat er noch die beste Chance. Hat er noch eine gute Zukunft. Ja, Mann. Da sieht man jetzt einmal den Richter, oder? Es gibt noch Diskussionen, und zwar kurz drum. Ist der Schlag? Ist der Schlag? Nach dem Gong kommen? Oder gleichzeitig mit dem Gong? Also ich habe es ziemlich genau gesehen, aber das werden alle behaupten, die bestimmen wollen. Das ist natürlich das Der Schlag ist genau auf dem Gong gekommen. Also, das kann man ihm nicht vorwerfen. Den hat er abgeschickt, bevor der Gong da war. Das ist natürlich der Vorteil vom Fernsehzuschauer, der das vielleicht damit doch ein anders bisschen sieht, ja. Aber das Problem haben wir ja mit dem Fußball auch. Dass ja. Schiedsrichter also, nicht das gesehen, wo die Ringatmosphäre, die man natürlich hier hat, hat man im Fernsehen nicht. Klar. Das ist wahrscheinlich das Gleiche, wenn man Fußball schaut. Im Stadion ist das natürlich noch mal ein pur mehr. Es lohnt sich trotzdem, hier anzukommen. Lohnt sich auf jeden Fall. An so einen Kampfsportveranstaltung zu gehen. Also die Spannung, die jetzt die beiden hier oben aushalten, gut, da geht es jetzt nicht um irgendwie einen Titel oder so, ja. Aber trotz allem. Wir warten jetzt hier einfach. Ja, manchmal sind es eher sogar noch Trainer, die man hat einen blöden Tüten als Sportler selber. Und es ist unentschieden, it's a draw. Also, so ist es ausgegeben worden. Der vierte und entscheidende Runde. Also, sehen wir sie nochmal. Mhm. Freuen wir uns drauf. Ist natürlich jetzt für Wallis auch ein rechter Druck da. Also, wenn da das ganze Fanclub da ist. Ich habe es gesehen, als die Entscheidung kam, hat er genickt und gesagt, jawohl, das habe ich gebraucht. Jetzt noch einmal. Jetzt noch einmal. Und ich bin überzeugt, der Trainer wird ihm eingeblendet haben, bleib effektiv, mach nicht mehr spektakuläres, jetzt zählt es. Jawohl. Das ist klar, jetzt Basel sind hier schon und möchte gerne, dass die Leute sagen, das ist ein attraktiver Sport. Aber jetzt muss er schauen, dass er wirklich konzentriert bleibt. Was heisst das jetzt, dass er jetzt zum Beispiel dass er weniger jetzt auch mit den Füßen kämpft? Nicht unbedingt, dass er einfach die drei Kicks und alles, was im Prinzip in den ersten paar Runden das Ziel ja verfehlt haben und nicht richtig getroffen haben. Also, es ist die vielleicht ein bisschen verlängert. Es kommt zu einer entscheidenden Runde. Starke Boxer, man gibt es ihm gar nicht. Er bringt die Höcke mit vollem Gewicht. Und Paolo muss wirklich aufpassen, dass er nicht nochmal in seinen Hammer reinläuft. Wobei jetzt auch der Bilic mehr so mit den Beinen jetzt auch angefangen hat. Ja, das schaffen beide eigentlich gut mit den Beinen, muss ich sagen. Also, es ist nicht so, dass einer einfach speziell Boxerstärker ist. Sie schaffen beide. Das würde jetzt eher im Schwergewicht bemängeln, dass sie hier zu wenig Fußtechniken bringen und wirklich die wenigsten das auch beherrschen richtig. Also von dem her, ich finde es die Leichter eben auch attraktiver sind.
Es gibt auch Spaß. Schon wieder hat er die Schulter hängen lassen, hat die Deckung nicht gehabt. Das war wieder einer der Sprünge, die ich gesagt habe. Sehr schöner Sidestep von Balicha. Man hat gesehen, er ist ausgewichen und hat gerade mit einer rechten kontert. Jetzt zum Beispiel auch wieder sehr gut gesehen, Schlaghand eingesetzt. Links, rechts, Low-Kick geschlagen. Ja, 40 Sekunden. Aber es wirkt sehr ausgeglichen. Wenigstens auf mich. Ja. Das Publikum fährt hier von schreien. Da haben wir gerade einen vorgeschrien. Es wirkt sehr ausgeglichen jetzt auf mich. Also. Ich staune, dass er jetzt, obwohl es so knapp ist, jetzt noch mit so Techniken kommt. Ich kann ihn schon anders kämpfen sehen, viel effektiver. Aber ich glaube, es hat schon ein bisschen etwas damit zu tun, weil er da zu Basel kämpft. Also gewisse Kampffreude. Deckig. Jawohl. Ja, ich würde sagen, beide haben es noch können drehen. Er hätte es können drehen. Also irgendwo sind beide ein bisschen sicher. Also der Newcomer. Slow-Motion sind immer interessante Aufnahmen. Das tut einem gerade weh. Ja, man sieht erst dann richtig, was das ankommt, also, oder? Die entscheidende aber schöne dynamische Kicks, die hat er eben wahrscheinlich vom Taekwondo ein bisschen mitgebracht, von seiner Taekwondo-Anfangsschule. Und jetzt hat es natürlich einen Entscheid gegeben. Meine Damen und Herren, Sieger mit 2:1 Richterstimmen. In der blauen Ecke, Ante Bilic! Zack, hat man jetzt hier rechts gesehen. Der Thailänder von Balicha. Ja, genau. Ist also 100 Kilo hoch. Von Lego kämpfen Sie. Schön. Ist irgendjemand da unter Mike Bernardo kämpfen Sie?